Hallo meine kampferprobte Community und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge XCOM 2 Long War of the Chokes. Mein Lieben, ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid. Ich freue mich riesig, dass ihr heute wieder reinschaut. Wir sind hier noch mitten in der Mission gefangen. Und zwar haben wir hier, ja, in der letzten Folge haben wir hier diese Gruppe erfolgreich killen können. Da ist noch ein Edmund-Soldat übrig. Achtung, der hat noch Beute in petto. Und irgendwo ist noch eine kleine Gruppe unterwegs, wobei ich glaube, dass diese Gruppe hat garantiert noch, also ist mindestens noch ein Sektoid dabei. Ich würde jetzt Folgendes machen. Wir haben hier noch einen Double Move zur Verfügung. Das heißt, auch noch einen Schuss mit so einem Corey Ray. Wir stellen uns hierher und versuchen mal den Soldaten aus der Flanke mit 100% zu erwischen. 74 Grit. Okay, das wird definitiv ein Kill. Ah, definitiv war es nicht ganz, aber auf jeden Fall umgemobbt. Jetzt möchte ich mal Folgendes machen. Wir gehen mal hier vor mit unserem Tank. Ey, ich hab mal's gedacht, ne? Ah, die haben uns noch nicht gesehen. Absolut perfekt. Super, super geil. Dann werden wir uns hier mal hinter dieser Mauer zurückziehen, damit wir hier außer Sichtweite rauskommen. Also, das ist ein Selatit. Schade, dass wir hier nicht hinkommen, aber in unserem Tank können wir dann in der nächsten Runde alle beide können wir dann mitnehmen, ne? Ist ein Zielfernrohr. Geil. Danke. Ja, alles gut, alles gut. So, jetzt gucken wir mal. Also, der Selatit war hier auf der linken Seite. Deshalb, wenn dann unser Sniper, der müsste ich dann hier so ein bisschen hier herstellen. Damit er hier schöne Feuersichtweite auf die Ziele hat. Dann mal, du kannst dich hier zur Not mal heilen, oder? Komm, wir heilen uns mal. Jawohl, einmal durchheilen bitte, dankeschön. Gut, unser Michel. Denk dran, hier hinten ist schon der Selatit, ne? Also ich sag mal, als Grenze würde ich hier so zwischendurch hier das Auto nehmen, beziehungsweise wo hier unser Corey steht. Mehr würde ich dann doch nicht vorlaufen wollen. Let's do this. Gehen wir mal hier rein. Nichts gepult und unser Stefan auch auf die Seite bitte. Und einfach nur abwarten. Sind immer wachsam. So. Und wie es aussieht, kommen die. Ich hab's gewusst. Schöner Treffer. Zwar nur gestreift, aber getroffen. Alles gut. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo die hinlaufen. Mega. Absolut. So, meine Lieben. Das nächste, was wir hier machen, ist hier mal unsere Rettungskapsel zünden. Evac, now! Genau. Hier Firebrand. Dann Evakuierungsanforderung bestätigt. Gerne mal nachladen. Und dann könnten wir ja mal einfach mal draufhalten. Was haltet ihr davon? Leider nur gestreift. Sehr schade. So, dann machen wir mal Folgendes. Du holst jetzt mal bitte den Loot ab. Und zwar einmal hier rein. Ordenes confirmadas, en marcha. Genau, Nummer 1 holen. Noch ein Zielfernrohr, herzlichen Dank. Lo tengo. Kann man immer gebrauchen. Und ein Advent-Datenbett. Oh, das gibt wieder wertvolle Informationen. Sehr, sehr geil. Schaut mal, 84% mit dem Prezi. Oder wir gehen auf einen heftigen Schuss, 6 bis 9. Was machen wir? Probieren wir den heftigen. Aber ja, weg. Komm, wir probieren es. Okay. Komm. Oh, nur gestreift. Habt ihr das gesehen? Nur gestreift. Okay. So, dann hebt man das auf. Die Granate bis zum Schluss. Du kannst leider auch nur eine Splitty vorwerfen. Und unser Stefan müsste es hier. Ja, der sieht aber nichts. Oh, das ist ganz böse. Das ist echt böse. Du bist hier nicht in der Flanke drin. Meine Wache beginnt. Du könntest zumindest mal ein Stück vorlaufen. Könnten wir hier noch irgendeinen? Überleg gerade, eine Blender raus. Jawohl, da treffen wir den Selatit. Treffen wir den. Super, sehr geil. Kann sich nicht mehr so viel bewegen. Klasse. Und hier würde ich sagen, einmal nachladen und rein in den Vollschutz. Und dann hoffe ich mal, dass wir den in der nächsten Runde irgendwie ausschalten können. Ich hab's gewusst. Achtung, der spuckt. Nein! Das hätte
hätte nicht passieren dürfen. Ja, wirklich, das hätte echt nicht passieren dürfen. Okay, du hättest noch eine Chance, Stefan. Muss nachladen. Wie wär's denn, wenn wir... Na, unser Tank, der steht, glaube ich, zu weit weg, hä? Schaut mal, der sieht gar nichts. Leider, leider. Sehr, sehr schade. Double Time. Gain a Bonus Move Action. Sehen wir den dann? Oh, come on. Ah, sehen wir nicht. Schade. Ja, boy. Explorando. Ja, du hast auch ein Problem. Ja, jetzt nehmen wir entweder den Stefan. Hier sehen wir den Zelatit. Oder unseren Curry. Los, 100% Feuer. Ja. Ja, schön. Okay, Manus 1-5 bestätigt. Das Gebiet ist sicher. Geil. Manus 1-5 Status bestätigt. Mission erfüllt. Ah, einen Verwundeten. Leider keine Magellos-Mission, meine Lieben. Aber es hat riesen, riesen Spaß gemacht. Ich sag mal, der Zelatit, also wir haben ja häufig an dem vorbeigeschossen und die ersten Treffer waren nur Streifschüsse. Oh, da müssen wir mal noch zulegen, ne? In den nächsten Operationen, die da noch kommen. Gerne ein Foto machen. Und jetzt ein paar Fotos neben einer Karte von Adventburger zu rein wissenschaftlichen Zwecken natürlich. Sehr geil. Gut. Wir dürfen nicht zulassen, oh, jetzt kommt der wieder, dass uns diese Dissidenten in Angst versetzen. Ihr heutiger Sieg hat keine Bedeutung für die Geschichte. Natürlich. Er ist nur ein kleiner Stein auf dem Weg der Erlösung. Trotzdem die Trefferquote 90%. Das Truppen lassen es da draußen leicht aussehen, Commander. Dank Ihnen. Ja, und jetzt, ne, ihr seht ja, ne, einige sind schon richtig, richtig müde. Andere sind noch relativ gut in Schuss. Wir haben ja noch drei Leute, die wir befördern dürfen. Ich sag mal, unseren Raccoon. This one is mine ist auch geil. Kann man das Ziel markieren und 50% Crit nochmal drauf holen. Oder hier, jede vierte Runde als eine freie Aktion. Du kannst einen Battlescanner benutzen. Wow, das benötigt keine ausgerüsteten Battlescanner in deinem Inventar. Das heißt, du kannst das Ding unendlich benutzen. Richtig geil. Oder hier, schnelle Zielerfassung. Du kannst einen Gegner mit einer Abklingzeit von 4 Runden mittels einer kostenlosen Aktion per Holozin anerfassen. Holozin beendet zudem nicht mehr die Runde. Sehr geil. Oh, ich nehme das Holozin, da gehen wir voll drauf. So, der Combat Engineer. Shotgun Finesse, 10 Crit und 3 Mobilität, wenn wir mit einer Shotgun ausgerüstet sind. Oder hier Megakracher. Granaten, Standardraketen können kritischen Schaden anrichten. Ja. Ja. So, und dann hätten wir hier noch unseren Sniper am Start. Knife Strike to cuts open something important. Got the target bleed out. Okay, also ich sag mal, wenn der zusticht, was wichtig ist, dann wird das Ziel ausbluten. Und wir haben mit gleichzeitig ein Reset auf Run and Slice. Also da können wir ja mit dem Double Move hinrennen und können zustechen. Wir hätten hier noch die Kampffertigkeiten oder hier die Konzentration. Deine Streifschüsse, was wir in dieser Runde gebraucht hätten oder dieser Operation, werden automatisch aufgerüstet oder upgraded zu normalen Treffern. Und da würde ich sagen, da gehen wir rein. Das nehmen wir mit. Ja, für den Kollegen hier. So, und ganz wichtig, wir dürfen alles in der Operation behalten. Das heißt, die Offizierleiche haben wir gebeugt, Zielfernrohre, Datenpads, Alien-Legierung, Vorräte, Soldatenleichen, Drohnenwracks und auch einen Zelatit haben wir hier geboten. Sehr schön. Unsere Schlagkraft schwindet, Commander. Ja. Wir sollten im Hauptquartier des Widerstands neue Rekruten suchen. Ja, das ist es halt. Ne? Hier Erholung benötigt. Ne? Unser Paladin, unser Komalo, das ist halt, wie soll ich denn das sagen? Die Kämpfe haben diesen Soldaten stark belastet. Er steht nicht mehr für Einsätze zur Verfügung, bis er sich an Bord der Avenger erholt hat. Das könnten wir etwas beschleunigen mit einem Gebäude im späteren Spielverlauf. Aber jetzt, er muss pausieren. Gucken wir uns gleich nochmal gerne an. Und hier, ne, steht angeschlagen. Angeschlagen heißt, er wäre noch einsatzfähig. Was heißt, nee, ist eigentlich nicht mehr einsatzfähig. Ist eigentlich noch
ja mental auch dermaßen angeschlagen, dass er eigentlich keinen vernünftigen Kampf mehr führen könnte. Darum geht's. Und erst wenn er sich wieder erholt hat, also wieder in den grünen Bereich reinrückt, können wir ihn wieder mitnehmen. Und das dauert insgesamt jetzt 20 Tage. Deshalb war es am Anfang von Long War of the Chosen hier so, wenn ihr Soldaten mitnehmt, die schon in dem gelben Bereich drin sind, müsst ihr immer damit rechnen, dass die zum Ende dieser Operation, dass die halt mental so angeschlagen sind, dass sie halt sehr, sehr lange ausfallen. Und das ist uns eben passiert. Leider. Aber so ist es halt. Gucken wir mal rein, der hat gesagt, unsere Schlagkraft spindet. Ne? Hier ist müde. Unser Stefan, der ist auch müde, hat nur noch 25 Punkte. Ist schon reingerutscht in den gelben Bereich. Hunter verwundet, leicht verwundet unser Techniker und so weiter und so fort. Also wir bräuchten erstmal schon ein paar Tage, dass sich unsere Truppen hier erstmal ausruhen. Ne? Es ist leider so. Meine Lieben, wir gehen gleich wieder raus. Ne? Und dann sind wir draußen auf der Gefechtskarte. Ich habe jetzt nochmal ganz schnell einen Schnitt reingemacht, den Zwischenspeicherer, weil das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir das gemacht haben. Hacke die Voice Station im Advent-Zug. Advent-Aufstandsbekämpfungsoperation. Wow. Behindert düsteres Ereignis, verstecktes Ereignis. Welche Leute hätten wir denn noch am Start? Vier. Vier Leute sind noch einsatzbereit. Und unser Stefan ist auch schon müde. 26 Leute. Wow. Boah, das ist echt hart. Wisst ihr das? Das ist echt, echt hart. Wir könnten noch den Versteckberater abziehen. Das wäre kein Problem. Du bist ja schon da, unser Hopelight. Und jemand anders könnten wir leider nicht mehr nehmen. Wir bräuchten halt 4 Tage Zeit. Wir bräuchten halt mindestens 4 Tage Zeit. Müde im Einsatz. Es ist richtig gefährlich. Ecke, die Workstation im Entbezug. Wir haben ja nicht mal einen gescheiten... mit. Vorratslieferung 15 Tage. Das ist halt so ein Problem. Das ist halt hier Aufstand. Wenn wir das schaffen zu bekämpfen, meine Lieben, dann haben wir hier die Möglichkeit, in Ruhe in der Region die Einsätze bis zum Ende durchzuziehen. Leider haben wir hier auch erstmal nur 55% infiltriert. Wenn wir auf 75 wären, ungefähr, sagen wir mal 70 und wir gehen dort rein und boosten den ganzen Spaß nochmal, dann kommen wir, dann wird man dann auf 100 kommen ungefähr und dann könnten wir diese Truppen, die dann von dem Einsatz noch übrig bleiben, könnten wir dann hier, ne, auf die Operation Kosmischer Ruf, die könnten wir dann hier drauf mit ausdehnen. Das Problem ist, wir können es einfach nicht, also müssen wir mit den Truppen arbeiten, die wir zurzeit haben. Es geht leider nicht anders. Also Missionsziel 13 Runden, Trupp getarnt. Mit was gehen wir denn rein? Also, was hätten wir denn hier am Start? 25, Heckkunst, 45, 29, 25. Ist ja alles okay. Angeschlagen, unser Agent. Er hat aber 144. Das ist der, der fehlt. Das ist der, der fehlt. Leider. Gut, die Akimbo-Klasse könnten wir noch abziehen. Hat 35 Ruf, 35 Heckwert. Infiltration, wie gesagt, 7 Tage. Das, Was machen wir? Was machen wir, mein Lieben? Der Raubzug ist ja auch noch am Start. Ne? 25 bis 27. Aber immer da reingehen und boosten, das könnt ihr vergessen. Ich meine, da gibt es auch, ne, es gibt schon 7 Leute, die hier am Start sind. Aber wir können keine abziehen. Das wird Commander, eine heikle Mission. Die Fraktionen haben Vorschläge für verschiedene verdeckte Einsätze gemacht. Ja. Wir sollten im Ring unsere nächsten Schritte planen. Es ist mir schon klar, Central. Das Problem ist, wir könnten ja auch Rebellen rekrutieren, das sind aber nur Rebellen, das ist nur Widerstandspersonal, das sind keine direkten Leute für uns. Wir könnten Vorräte sammeln, ist eigentlich alles Quatsch. Wir müssen halt reingehen in die Operation. Da machen wir jetzt Folgendes. Wir gehen Widerstandsverwaltung, Westeuropa, dann ziehen wir den hier ab und dann gehen wir halt mit den 5 Mann in diese Mission rein, in diese Operation rein. Es geht leider nicht anders. Also, gucken wir. Dann müssen wir die halt optimal ausstatten. Eine andere Möglichkeit haben wir jetzt nicht, ne? Der Radar Westeuropa, den hätte ich doch gerade eben abgezogen. Ne, hatte ich nicht. Jetzt habe ich ihn abgezogen. Okay. Rein in die Operation. So. Ein Combat Engineer, ein Hoplite, Akibo-Klasse und auch ein Heavy. Also, ja. Es sind nicht die schlechtesten, ganz ehrlich. Sind aber halt auch nicht die besten, muss man dazu sagen. Du hast einen Legshot, du hast den Electrified Spikes und du hast die Preisunterdrückung. Ja, gut.
Repeat melee attacks against the same target have a 75% Chance zu disorientieren. Nahkampfattacken gegen desorientierte Gegner haben eine 75%ige Chance zu stunnen. Also die werden dann halt komplett bewegungsunfähig, ne? Und nochmal in der Addition, wenn wir den Desorientierten angegriffen haben und der ist gestunt, haben wir die Chance, dass dieser Gegner nochmal eine Rüstung verliert. Einen Rüstungspunkt verliert für jeden Treffer. Wow. Das ist schon krass. Legshot ist aber Special Dual Pistol Shot that will reduce enemy mobility and potential immobility. Ja, und sieht zu, dass er halt immobilisiert wird. Sagen wir es mal so. Kann nicht gritten und macht noch den halben Schaden. Aber er kann sich halt nicht mehr so schön bewegen. Ja gut. Halt nicht so wirklich toll, aber Repeat Melee Attacks. Das ist halt Nahkampf. Das machen wir nicht. Wir gehen hier rein in den Fangkampf. Rein in den Legshot. Gut. Was hast denn du noch am Start, mein Freund? Pistole. Was Besseres haben wir ja nicht, ne? Traditionelle ist im Prinzip genau dasselbe. Zielsicher 100 Punkte. Ja, je nachdem, ne? Also Granaten hätten wir noch genug am Start. Meine Lieben, wir haben ja leider keine Heilung heute mit. Entweder wir machen es so, dass wir irgendeinen von den Fünfen noch mit dem Heatpack ausstatten. Zum Beispiel unseren Hoplight. Aber, nee, da lieber Panzerung und Granaten und lieber offensiv in die ganze Geschichte reingehen. Weil, denkt bitte dran, 10 bis 12, wir haben nur eine MP mit. Wisst ihr was? Wir rüsten den um. Und zwar nehmen wir hier einfach, wir nehmen hier einfach ein normales Sturmgewehr mit. Ich meine, das Ding kann nur 2 bis 4, okay. Aber wie wäre es denn hier zum Beispiel mit dem Hunter Rifle oder halt mit dem Sturmgewehr? Ja. Michelle kann sich halt nicht so weit bewegen, aber das ist mir erstmal egal. Wichtig ist, dass sie erstmal Schaden austeilen kann. Das ist erstmal Vorrang. Das hat wirklich, wirklich erstmal Vorrang. Dann gehen wir noch rein. Zielsicherheit kommt. Automatiklader. Einmal kostenlos nachladen. Sehr gerne. Hier nochmal den Stecher. Zielsicherheitsbonus. Zielsicherheitsbonus bei Reflexschüssen. Gibt es nochmal? Ja, gibt es auch nochmal oben drauf. Hier auch nochmal, ne? Das sind zwei verschiedene Arten von Stecher. Plus 4. Ich weiß nicht jetzt, warum die so verschieden sind. Zielfernrohr. Verbesserte Nicht-Reflexschüsse um plus 4 erhöht. Gehen wir rein. Nehmen wir mit. Nehmen wir gerne mit. Du bist gut aufgerüstet. Pistole. Nehmen wir mal noch mit. Stecher. Gerne. Hier. Zielfernrohr. Laservisier. Laservisier. Crit. 10% dazu. Drauf. Nehmen wir mit. Für unseren Hublight. Und hier. Du kriegst auch nochmal was. Ja, gerne das Zielfernrohr mit drauf. Gerne auch den Stecher mit drauf. Man kann sich schon mal deutlich besser zielen. Und unser Stefan, was hat der am Start? Ein Experimental Magazine. Achso, das garantiert so ein Ammo-Slot. Und du kriegst auch nochmal erhöhte Zielsicherheit. Ja, das muss doch jetzt funktionieren, oder? Was meint ihr? Das muss doch jetzt irgendwie mit den Truppen machbar sein. Dann würde ich sagen, der Stefan wird dann vor 20 Tagen leider ausfallen. Ich hoffe mal, dass wir den dann trotzdem zum Einsatz wieder, ja, wie soll ich das sagen, zum Einsatz wieder fit kriegen, wenn es dann Richtung Advent Hauptquartier geht. Und dann würde ich sagen, meine Lieben, die fünf Leute sind es, ab ins Gefecht, los geht's. Ne? Extrem gering, angeblich, aber ich glaube, das wird sehr gering. Aber sehen wir gleich. Sky Ranger, man ist bereit für Einsatz. So, das war's. Und hier haben wir halt auch, ne, 3-1. Advent bewegt seine Truppen nach Westeuropa. Wir können ihre Nachschublinien angreifen, um sie zum Rückzug zu zwingen. Das ist halt das Problem. Ich hatte jetzt wirklich eher auf die Mission geschielt. Weil die ist halt irgendwie... Wie viel habt ihr da noch? Gold 16, 8 bis 23. 6 Runden. Wie lange müsstet ihr noch infiltrieren? Und wie lange müsstet ihr hier noch infiltrieren? Ihr müsst schon noch lange... Ja, ihr seid noch lange beschäftigt. Okay. Dann wird nämlich die Advent-Steige hier um 1 erhöht. Wenn wir hier diese Operation Einsamer Berg überfallen, den Advent-Transporter und die Advent-Versteigung abfangen. Ja. Es ist halt das Problem dran. Aber das geht nicht anders. Wir sind hier mit den wirklichen wichtigen Missionen beschäftigt. Und ich denke mal, dass wir das jetzt so irgendwie hinkriegen müssen. Das nützt nichts. Wir scannen weiter.
Ja, das geht relativ schnell jetzt. Neue taktische und Truppverbesserungen sind jetzt zum Kauf verfügbar, meine Lieben. Neuer Personalplatz ist verfügbar, bildet Rekruten zu einer spezifischen Klasse aus und so weiter und so fort. Also, haben wir schon mal diese Schule. Hier unten, ich würde trotzdem gerne bei der Werkstatt bleiben. Gerade am Anfang des Spiels, oder sagen wir mal so im mittleren Spielverlauf, ist es wirklich gut mit diesen Drohnen. Man braucht nur 2 Ingenieure für 4 Drohnen. Und die können dann hier zum Beispiel nacheinander, können die ein bisschen was freiräumen. Und wir können dann mit der Energiespule Energie reinhasseln und da nochmal 2 Drohnen reinsetzen, die uns nochmal zusätzliche Energie bieten, unabhängig davon, wie viel wir halt Ingenieure haben. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn wir dann halt irgendwann im späteren oder im späten Spielverlauf genug Ressourcen oder genug Vorräte zur Verfügung haben, reißen wir die Werkstatt weg, bauen dann ein richtig geiles Gebäude rein und dann haben wir trotzdem noch genug Zugang zu den Gebäuden außenrum, beziehungsweise noch genug Ingenieure, die das auch abdecken. So würde ich es jetzt machen. Warten wir zumindest mal die Zeit ab. Es ist ja, wie gesagt, ist noch nichts gewonnen hier in dem Spiel. Wir haben zumindest mal noch einen Ingenieurin, vor allem unsere Maggie. Hauen wir gleich hier rein. Die braucht 14 Tage zum Freiräumen. Ist erstmal egal. Na, und hier bräuchte man halt einen Rekruten, das ist klar. Hier kann man die verschiedenen Kampftaktiken kann man jetzt auswählen. Bleib bei mir, Großeinheiten, Infiltration und so weiter und so fort. Blitzangriff, Blutvergießen, Geier. Also das ist halt richtig gut. Ne? Also das würde ich in jedem Falle mitnehmen wollen. Wenn wir noch ein paar Vorräte haben, und ich weiß, dass wir in den kommenden Folgen unheimlich viele Vorräte mit einem Mal haben werden und dann auch gleich ausgeben müssen, würde ich dann schon das Skyer mitnehmen. Ne? Ja. Einheiten erhalten für den ersten 3 Kampfrunden 4 Mobilität, solange der Druck verbunden wird. Auch mega. Da kann man übelst schnell über die Karte laufen. Und vor allen Dingen auch weit. Ne? Gut. Ist aber erstmal egal. Wir gehen trotzdem wieder raus und weiter geht's. Dann wird halt die Versteigung hier nicht abgefangen, was sehr schade ist, aber man kann es leider nicht anders machen. Dann ist es so. So, 100% Yankee haben wir geschafft. Na, ihr seht, sehr gering, 10 bis 12. Golf ist auch gleich fertig. Der Community-Trupp ist dann auch gleich fertig. Unglaublich, ne? Alles mit einmal fertig. Und ihr seht, Advent-Steige 4. Ich würde trotzdem noch ein bisschen weiter scannen. Vielleicht kommen wir dann doch hier auf extrem gering. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Wir haben noch 2 Tage, 15 Stunden, dann müssen wir es eh anfangen. So, ne, angreifbar, extrem gering. Meine Lieben, wir haben es geschafft. Extrem gering mit den 5 Lommen. Wir sehen uns gleich auf dem Schlachtfeld. So, dann würde ich sagen, herzlich willkommen hier auf dem Schlachtfeld. Hier vorne sind unsere 5 Protagonisten und hier hinten ist unser Zug, wo wir diese Teile, beziehungsweise wo wir hier das Netzwerk abschalten müssen. Ich denke mal, die neuen Einheiten, die hier auf dem Schlachtfeld sind, sind bestimmt aufgeteilt in schätzungsweise 2 oder 3 Gruppen. Wir werden jetzt Folgendes machen. Ich würde jetzt mal, schaut mal, der Zug ist hier auf der rechten Seite schon noch mit Gebäuden gesichert. Ich denke, dass die meisten der Einheiten in direkter Flucht hier Richtung Netzwerkterminal sind. Also würde ich jetzt Folgendes machen mit euch. Ich würde jetzt hier meine Truppen so ein bisschen aufteilen und zwar alle nach Westen. Warum? Weil ich irgendwie so ein ungutes Gefühl habe hier im Osten, dass da vielleicht der eine oder andere Trupp mitkommt, den wir vielleicht ausweichen könnten. Also schauen wir zumindest mal. Ja, unser Raoul, das müde, ne? Ihr seht es schon. So, und jetzt alles nach Westen, ne? Gerne. So, dann geh du mal rein. Du könntest... Oh, das wäre geil. Das ist ein schönes Szenario hier. Und immer noch kein Gegner in Sicht, ne? Seht ihr das? Muss ja irgendwann mal ein Gegner kommen. So, wie weit ist das? Oh, das ist ein ganz schönes Stück noch hier hinten, ne? No need to ask twice. Brauche Deckung. Go, go, go. So. Alle da? Jo, wir haben es gehört. Wir sind trotzdem noch schön verborgen. Das ist hier unser Vorteil. Also, laufen wir mal vor. Passt. Wunderbar. Immer noch niemand zu sehen. Finde ich eigentlich gerade mal geil. Bin gleich da. Eigentlich mit unseren Einheiten können wir schon hier ein ganzes Stück laufen, ne? Der würde dann halt... Nee, der steht nicht so toll. Wisst ihr was? Mit dem Tank bleiben wir mal ein kleines Stückchen zurück, würde ich sagen. Und dir fehlt halt 1 oder 2 Felder für hinterher. Sehr schade. Ah, wisst ihr was kommt hierher? Sind wir wenigstens hier
nach vorn außerhalb der Sichtlinie. Frische Ziele. Ja, wir sehen's, wir hören's. Alles gut. Mal sehen, wo sie kommen. Hier ist schon dieses Terminal. Moment, mein Lieben, bin gleich wieder da. Entschuldigt bitte nochmal für den ganz kurzen Schnitt. Es hat geklingelt, man mag es kaum glauben. So, wir sind hier weiter. Und zwar, schaut mal, hier gibt's schon... Hier ist schon der Punkt, wo man... Unterwegs. Wo man dieses Terminal hacken kann. Bin auf dem Posten. Also sage ich mal, wenn hier dann irgendjemand Patrouille läuft. Wir haben ja noch genügend Runden zur Verfügung. Deshalb würde ich schon mal vorschlagen, wir gehen mal teilweise so vor, dass wir hier noch die Leute reinsetzen kann in den Feuerschutz. Weil ich weiß jetzt auch nicht genau, was passiert. Okay, alles klar, da drüben. Okay, da kommt ein Priester. Okay, der kommt hier rum. Advent hat scheinbar damit begonnen, ihre sogenannten Priester in den Kampf zu schicken. Ja. Ihre Implantate steigern ihre latent vorhandenen Psi-Kräfte enorm. Ja, der ist ganz schlimm. Der Priester, der kann Stasis, der kann den Heiligen Krieger, der kann jemand anders buffen. Das Geile ist dran, wenn man dann den Priester killt, nachdem der jemand anders gebufft hat, stirbt der andere Kandidat, der gebufft worden ist, der stirbt auch gleich mit. Beziehungsweise hier die Gedankenkontrolle, erlange die aktive Kontrolle über den Verstand des Ziels. Das heißt, der kann einen von uns Gedanken oder gegensteuern. Da können wir gar nichts mehr machen. Und ja... Wenn wir ihn töten würden, mit dem Schuss, also mit dem tödlichen Schuss, dann wird er nicht tot, sondern der verfällt in eine Stase, überlebt mit einem HP und er darf dann sogar in der nächsten Runde noch zurückschießen. Ja, man mag das kaum glauben, der Priester, der ist hier mit allen Wassern gewaschen. Wir gehen trotzdem rein in den Feuerschutz. Mal gucken, gehen wir mal hier rein. Oha, oha. Wachsamkeit liegt mir im Blut. Okay, ich hab's gewusst, ne? Ich hab's gewusst. Irgendwann muss es kommen. So, kannst du bis dahinter feuern? Jawohl, du hast auch volle 100%, 50 Grit, das heißt, du kannst ihn sowieso anvisieren. Dann gehen wir mal mit dem Hunter Rifle noch ein Stück vor. So, 93, du hättest auch 100. Boah, 60% Grit, ne? Das ist wie ein Geschenk. Ja, das stimmt, dann bleib mal hier. Du siehst da hinten nichts mehr, das war mir klar. Okay. So, da darf ruhig hier vorkommen, wenn es ihm nichts ausmacht. Ist das nur ein Priester? Das ist eine richtig miese Aktion, mein Lieben, das sage ich euch. Dann müssen wir hier runter. Wisst ihr, was wir machen? Wir gehen dann hier hoch, schauen uns hier die Sache mal an. Du kannst ja immer noch da drauf schießen, passt. Problem an der ganzen Situation, du kannst hier nirgends woanders mit, du musst hier bleiben. Halte die Augen auf. Ah, wir müssen mit dem Tank tauschen. Ach, schaut mal, ein Frost Purifier und ein Priester. Bin mal gespannt, die werden bestimmt jetzt hier hinten runterspringen, oder? Das wird nicht lang dauern und die hupfen hier bestimmt runter. Also, du siehst zumindest da mal niemanden. Zu Befehl, Commander. Ja, ja, alles gut. So, dann ich sehe alles. Gehen wir hier rein. Dann würde ich sagen, du gehst mit hier hoch. Eyes on the prize. Nützt jetzt nichts, ne? Recibido. Estoy vigilando. So, das war's. Und der hier hinten, Alter. Naja, noch kann er treffen. Das Problem ist. Ja gut, vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir Glück. Die müssen hoffentlich. Ah nein, die gehen wieder zurück. Okay, das ist cool. Wir haben noch ein paar Runden, haben wir ja Zeit. Das ist ja kein Problem. Wenn die hier wieder wegklettern dort hinten, wenn die wieder auf den Zug draufklettern, würde ich sagen, wir gehen hier rein. Wir gehen ja gleich reich in den Angriff. What's over there? Nein! Jetzt haben sie uns entdeckt. Das ist nicht ihr Ernst. Moin! Es ist aber schön, dass sie sich direkt bei uns hinstellen. Hallo! Ja, das ist natürlich richtig fies, ne? Also du hast 71 auf den. Warum zum Beispiel nur 71? Warum nur 71? Das verstehe ich nicht. Oh. Also, wenn wir den killen, dann explodiert der. Das Einzige, was mir hier jetzt einfällt,
Wir müssten halt eine Granate schmeißen und zwar so hier irgendwie. So hier. Eine andere Möglichkeit würde ich jetzt nicht sehen. Weiß nicht, ob es was bringt. Sehen wir gleich. Bin mal gespannt. Wir haben gleichzeitig 6 Gegner gepult. Okay, einer ist weg. Hier hinten, du hast da schon mal, ja, du hast da schon mal schön Schaden gekriegt. Das ist sehr gut. 95 auf den Frost, 1 bis 3. Und wenn du mit dem Schild ranläufst, Schildbash, geil. Da würde ich gerne hin. Da würde ich lieben gerne hin auf den Priester. Einfach nur ran und bam. Vorsicht, ne? Das sind noch Vibern am Start. Ich meine, wir hätten noch einen Stefan. Der könnte ja auch noch ein bisschen was reißen. Da könnte man zumindest mal mit einer Rakete hier reinhalten. Das wäre machbar. Probieren wir es mal. Nützt ja nichts, ne? Ja, sehr schön Schaden gemacht. Super. Das wäre eine super geile Flanke. Also damit könnte man zumindest mal den Priester zumindest mal... Ja! Super geil. Sehr, sehr geil. Dann müssen wir jetzt hier anlaufen. Meine Lieben, dann würde ich jetzt hier gerne anlaufen und würde den hier hitten. Mal mit Guard ist totaler Quatsch. Double Time. Da könnte man zumindest noch ein Bonus Move Action. Also das ist nur eine Bewegung. So, hier. Anlaufen, Schild, bam. Schön, desorientiert. Und 67 auf die Viper. Ah, nee. Mm-mm. Legshot. Das bringt nichts. Bringt leider alles nichts. Oh, du stehst... Warum steht er jetzt hier? Okay, das habe ich ja... 67 Trickshot mit 42 Crit Flanking Shot from the Main Hand Weapon. Ja, 2 oder 2 bis 6. Ja, kommt, wir probieren das hier. Ah, ein Schaden noch. Wenigstens etwas. Wenigstens etwas. Okay, da bricht das weg. Oh, die brennt schön. Okay, geht zumindest mal hier ran. Und schießt auf... Au, oh, daneben. Geil. Super. Au, oh, Mist. Rein in die Flanke. Spuckt, oder? Das habe ich mal gedacht. Ja, das habe ich mal gedacht. Alles gut. So will ich nicht sterben. Nein, so will keiner sterben. Das war's schon, meine Lieben. Also desorientiert, das hat geklappt. Wir werden jetzt hier oben mit dem Sheet-Bash die gute Viper hier ausschalten. Einfach hier ran. Und wegbashen. Hoffentlich klappt es. Oder hier hoch, Zielvorschau, Flanke tot. Jawohl. Komm, machen wir das, probieren wir das. Denk dran, der Purifier kann explodieren. Probieren wir es. Bah! Ja! Ja! Asunto resuelto. Ja! Gut. Pistol Whip 2 bis 6. Pistol Whip 2 bis 6. Mhm. Die eine Viper steht hier noch irgendwo in der Gegend rum, das weiß ich noch. Wir machen es jetzt so. Ich würde gerne mit ihm ausweichen. Is it clear? Jawohl. Und dann gehen wir hier rein mit einer Granate. Und halten zumindest erstmal hier rein. Ich hätte eine Blender machen können. Ja gut, egal. Jetzt Wurst. 5 Schaden. Sehr geil. Und unser Stefan könnte zumindest noch mal mit der Blender hier rein, ne? Ja, das würde funktionieren. Oder wir ändern erstmal noch. Ja, die kommt raus. Raus aus der Giftwolke. Wäre das 64 zu 40. Dann würde ich sagen, Blender rein, Freunde sein. Werfe Blendgranate! Genau. Schön. Alle beide desorientiert. Oh, das ist 98. Schaut mal, 98%. Das muss doch jetzt klappen. Holo 10 beendet nicht mehr die Runde. Komm. 10 mal machen wir die 100 voll. Und dann muss das jetzt klappen. Kommt, Leute. Rein.
Ja, nein! Ah, Mist. Der ist tatsächlich explodiert. Unglaublich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ah. Ja, das war jetzt ganz großer Mist. Aber gut, das war halt nicht... Es war halt wirklich nicht abzusehen, was da jetzt passiert. Ich sag mal rein mit der Granate. Vielleicht kriegen wir noch die Viper hin. Ja. Viper 1 weg. Ich weiß nicht, wo die zweite ist hier. Die brennt und ist desorientiert. Sehr geil. Macht man noch einen klassischen Double-Move. Ich bin nicht zum Sterben hier. Das ist mir schon bewusst. Wir werden jetzt hier Folgendes machen. Wir werden jetzt hier schon mal den Sky Ranger rufen. Hier Firebrand, Evakuierungsanforderung bestätigt. Durchhalten. Ja genau, den Sky Ranger rufen. Dann können wir noch mit Shield Bash. Ja, wir können noch mal reinhalten. Ich glaube nicht, dass wir die Viper töten. Das kann ich euch schon sagen. Aber wir können es zumindest probieren. Ein richtiges Brett hätten wir, wenn wir... Ein richtiges Brett, meine Lieben, hätten wir, wenn wir jetzt hier auf der Gegenseite noch die andere Gruppe pullen. Da, geil, zwei Schaden. Super. Hier liegt noch einmal Loot in der Gegend rum. Einmal. Ja, unser Stefan könnte sich das schon holen, ne? Verstanden. Also so ist ja nett jetzt. Sehr schön. Haben wir noch irgendwo... 64. Brauchen wir jetzt wirklich eine Granate? Brauchen wir jetzt tatsächlich eine Granate, um die Viper irgendwie auszuschalten? Gucken wir mal. 57 Pistol Whip. Komm, wir probieren das. Ran, Pistol Whip. Zack, zack. Geil. Okay, das hätten wir. Mein Lieben, das hätten wir geschafft. Denk dran, hier ist die Giftwolke. Ne? Wir müssen hier durch. Nee, geht alles gut. Schaffen wir außen rum. Nachladen. Boah, was für eine Operation. Ich glaube das gar nicht. Rein in den Feuerschutz. Nächster Feuerschutz. Die sind immer noch vergiftet, ne? Ja, ehrlich, das ist ja so ein Mist. Das sieht übel aus. Okay. Okay, der Stefan ist zum Glück nochmal vergiftet, aber der fällt jetzt lange, lange aus. Das war mir klar, dass wir die Operation nicht hier hundertprozentig schaffen. Aber immerhin, wir haben es geschafft. Das ist ja das Wichtigste dran. Voy a la posición designada. Gut, rein, hacken. Ist egal, wie viele wir Punkte haben. Ganz wichtig, die Mission abschließen oder die Operation. Ganz, ganz wichtig. 26%. Ja, gut, komm. Ah, vielleicht mit so 50 Punkten hätten wir es geschafft, aber mit 26. Wir haben die erfolgreiche Beschaffung der Advent-Dateien bestätigt. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde im Gebiet. Nee, das machen wir garantiert nicht. Wir werden jetzt hier warten. Niemand kommt vorbei. Overwatch! Wir werden jetzt hier warten auf die restlichen Gegner. Wir werden uns hier am Zug einkesseln. Conservo la Position. Und sobald die kommen, wir haben noch eine Runde, hätten wir noch. I need a Medkit here. Ja, das wissen wir schon. Ah, alles gut. Okay, du bist auch nochmal. Also ohne Medikits, ihr seht's, ohne Medikits ist das eine absolute Katastrophe. Ohne einen gescheiten Heiler, wenigstens einen gescheiten Heiler. Klar, wir hätten jetzt noch hier, hier hätten wir noch Medikits mitnehmen können anstelle von Granaten und so weiter. Aber ihr wisst ganz genau, dass ich lieber dort der offensive Hobbygeneral bin. Was man nicht hat, das fehlt einem dann irgendwo im Gefecht. Und ihr seht ja, uns fehlt noch eine Gruppe. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die Gruppe aussieht. Ich lege mich auch nicht mit der Gruppe an. Ich mache es ganz einfach so. Wir werden jetzt hier warten. Und dann werden wir hier. Und dann werden wir hier gleich. Evakuieren. Raus hier. Zumindest haben wir es geschafft, ne? Mit zwei Verletzten. Aber gut, das ist ja nur durch das Gift. Also gegen zwei Gruppen konnten wir uns schon super wehren. Muss ich ehrlich sagen. Selbst mit der Gruppe. Es hat riesen Bock gemacht. Und dann würde ich sagen, alle evakuieren. Raus hier. Raus, raus, raus. Alle Excom-Agenten in Sicherheit. Firebrand kehrt zur Basis zurück. Ja, ich weiß. Keine Marke los. Alles gut. Verwundet 2. 6 getötet von 9. Und ein schönes Gruppenfoto machen wir mal von oben. Hä? Damit man... Genau, perfekt. Sehr schön.
Sie kämpfen für uns alle. Gab es schon mal ein Albumcover, das so ähnlich aussah. Gut. Weiter. Haben wir noch irgendwelche Beförderungen? Ich hab's jetzt gar nicht gesehen. Selbst jetzt lauert unser Feind in dem Schatten. Ja, ja. Er will zerstören, was wir aufgebaut haben. Uns wieder also in mir, das Chaos. Wir sind zwar klein, aber wir kommen immer mehr aus dem Schatten raus. Keine Sorge. Unser Stefan hat wieder ein Upgrade gekriegt. Herzlichen Glückwunsch. Und er ist jetzt Sergeant. Mit was mit Jingoistik? It's time for war. The soldiers is granted a grenade slot. Oder einen schweren Waffenslot. Je nachdem, was er für eine Rüstung hat. Das ist ja krass. Hier hätten wir deine Raketen sind präzise und hier hätten wir das Eröffnungsfeuer. Wenn du als erste Aktion einen Standardschuss abfeuerst, kannst du eine weitere Nicht-Bewegungsaktion ausführen. Das heißt, schießen, schießen. Oder schießen und nochmal schießen. Oder schießen, Feuerschutz. Das geht alles. Also Eröffnungsfeuer ist ein geiler, ja, ist ein geiler Skill. Dann würde ich das hier so ein bisschen umgehen. Ich meine, nochmal ein Granatenslot. Eröffnungsfeuer. Wir gehen auf Eröffnungsfeuer. Ganz einfach. Und dann würde ich sagen, Lance Corporal, der ist jetzt, ja, der ist jetzt Corporal. Ein Schaden mehr oder Shake the Earth. Aktivieren Shield, Trigger the Tremor und reduces Mobility. Has the chance to stun for one action. If the Hoodland also learns Shield Trauma. Alles klar. Oder paar. Ne, wir gehen ja auf Heilung. Wenn wir keinen Heiler dabei haben, brauchen wir hier gar nicht rum. Brauchen wir hier gar nicht rummachen. Ein Medipack mit. Equip Medikit. Have 2 extra Chance. Das heißt, wir können mit einem Medikit 3-mal heilen. Und das ist mir, glaube ich, wichtiger wie alles andere. Ja, ein PKS gab's. Und dann würde ich mal sagen. Schlagkraft schwindet, Commander. Wir sollten im Hauptquartier des Widerstands neue Rekruten suchen. Und dann würde ich mal sagen, meine Lieben, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zugucken. Es war heute eine mega spannende Folge. Sehr viele verschiedene Nuancen haben wir heute durchgemacht. Es war richtig, richtig geil. Eine Mission abgeschlossen, eine neue nochmal angefangen. Die haben wir dann auch abgeschlossen. Zwischendurch mal ein bisschen was organisiert hier. Dann mal geguckt, welche Operationen wir angehen können. Und ich denke mal, dann in der nächsten Folge dürfen wir dann auch wieder eine richtig geile Operation machen. Das ist, glaube ich, die Kistenoperation. Und dann gehen wir endlich den Turm an mit unserem großen Trupp. Meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao, ciao.